Hallo Leute, herzlich willkommen bei BizClips TV. Döbel sind sehr, sehr scheue und sehr, sehr vorsichtige Fische und deshalb sollten wir bei der Döbelangelei wirklich auch Wert auf kleine, feine Details legen. Und eins dieser kleinen, feinen Details, das zeigen wir euch jetzt. Zum Döbelangeln brauche ich natürlich auch Bleie. Ich habe da immer eine ganz gute Auswahl dabei. Das ist so eine kleine Dose, die ich da mit habe. Und in dieser Dose sind vor allen Dingen Wirbelbleie drin. Die haben ganz unterschiedliche Formen. Das sind zum einen so flache Tellerbleie jetzt hier in Gewicht von 7 Gramm. Meine Bleie haben alle so Gewichte von 3, 5, 7 Gramm. Dann geht es hoch auf 10, 15 und die allerschwersten, die ich habe, sind dann 20 Gramm Bleie. Die setze ich aber sehr, sehr selten ein. Meistens sind so Gewichte so zwischen 7 und 15 Gramm. Zum einen, wie gesagt, dieses Tellerblei. Zum zweiten habe ich dann hier aber auch noch so Blei-Oliven mit Wirbel. Jetzt in dem Fall auch in 7 Gramm. Oder solche Blei-Oliven mit 5 Gramm. Und hier habe ich jetzt auch eine Variante. Das ist ein bleifreies Gewicht mit 15 Gramm. Das macht auch Sinn einzusetzen beim Angeln, wenn man mal Blei verliert. Die gibt es übrigens, diese bleifreien Angelgewichte, die gibt es übrigens von Zepco. Naja, jetzt seht ihr schon, das blinkt natürlich extrem. Hier ist ein goldener Wirbel dran, auch wenn silberner dran wäre, wird das extrem blitzen. Auch das Blei hier unten, das ist jetzt noch ein neues Blei, also noch nicht oxidiert und auch ziemlich hell. Und das kann ein Problem darstellen beim Angeln in kleinen, flachen und sehr klaren Gewässern, weil die, gerade wenn ein bisschen Sonne ins Gewässer eindringt, dann blitzt das so und das mögen Döbel überhaupt nicht. Da muss man sich aber keine großen Gedanken machen. Da gibt es wirklich einen einfachen, ganz simplen Trick, wenn ich nicht schon direkt schwarze Bleie kaufe. Ich nehme mir dafür einfach einen schwarzen Stift und mache mir die Bleie dann etwas dunkel. Ich dunkel die einfach ab, indem ich die einfach ein bisschen anmale. Naja, jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, der Geruch von dem Stift, stört das die Fische nicht? Nein, meines Erachtens überhaupt nicht. Ich habe da noch nie ein Problem gehabt. Und das macht wirklich Sinn, einfach einen Stift bei zu haben und sich die Bleie dann entsprechend zu färben. So, fertig. Eine andere Möglichkeit, anstatt mit Blei-Oliven zu angeln, die einen Wirbel haben, also mit klassischen Wirbelbleien, könnt ihr auch verwenden solche Splitshots. Und das sind jetzt in dem Fall keine Runden, die ich hier habe, sondern ich verwende ganz gerne so, solche Oliven sind das im Endeffekt. Das sind Oval Split Shots und die könnt ihr nehmen und auf eine Hauptschnur einfach drauf drücken. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe hier oben also eine kleine Schlaufe und habe mir dann die Split Shots einfach hier drauf gedrückt. 1, 2, 3, manchmal nehme ich auch 4 oder 5 leichtere oder schwerere von diesen Split Shots, je nachdem wie viel Gewicht ich brauche. Und das reicht für die ganz ufernahe Angelei vollkommen aus oder auch für die Angelei in kleinen Bächen. Naja, wie kommen meine Blei-Oliven oder jetzt hier diese kleine Bleikette dann an die Hauptschnur dran? Das ist relativ simpel, das habe ich vorbereitet. Meine Hauptschnur sieht so aus. Ich habe am unteren Ende einen Wirbel, einen ganz kleinen Wirbel der Größe 16, 18 oder 20 angeknotet. Der ist hier. Obendrauf habe ich ein ganz, ganz kleines Blei geklemmt. Da könntet ihr auch genauso gut eine schwarze Kunststoffperle verwenden. Das ist einfach nur dafür da, dass der zweite Wirbel, der auf der Hauptschnur gleitet, nicht auf den Knoten rutschen kann. Somit blockiert oder den Knoten beschädigt. Hier unten in diesem fest angeknoteten Wirbel kommt das Vorfach rein und hier auf die Hauptschnur, den Wirbel, der auf der Hauptschnur gleitet, kommt dann beispielsweise meine kleine Bleikette rein. Die kann ich einfach so einhängen. Und dann habe ich mein Gewicht als kleiner Seitenarm auf der Hauptschnur. Oder die andere Variante ist eben, dass ich ein Wirbelblei verwende, wie zum Beispiel diese Variante jetzt, ein bleifreies Gewicht. Und das gleitet dann auch auf der Hauptschnur. Und das sind meine Bleie und meine Montage, die ich zum Döbelangeln verwende. Ja, das also zwei kleine Tipps zum Döbelangeln, ganz einfach und ganz leicht umzusetzen. Und wie immer, wenn ihr ans Wasser geht, viel Spaß und viele schöne Fische. Mhm.